So, hallo liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, erstmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage jetzt alle gut überstanden. Und wir haben heute mal Zeit genutzt, mein Sohn war da. Wir haben mal ein bisschen das schöne Modell fertig gemacht. Ist eine D20 elektrisch beheizt aus den 80er Jahren. Die haben wir auch von Grund auf neu aufgebaut. Das heißt, komplett zerlegt, Heizung neu isoliert, neue Kabel verlegt, sämtliche Dichtung neu. Aggregatplatte wurde auch fachmännisch lackiert. Ich finde, es ist diesmal sehr gut geworden. So, jetzt haben wir natürlich gleich 2 Bar, das Ventil macht langsam auf, hier die Pfeife auch ein bisschen. Heizung geht perfekt, das prüfen wir jetzt alles. Neues Druckbarometer haben wir montiert, das alte war leider defekt. Deswegen haben wir ein neues gekauft, sind zwar teuer, aber ihr wollt ja eine vernünftige Anzeige haben. Sicherheitsventil natürlich neu, dass ihr einen vernünftigen Fahrdruck habt. Jetzt wollen wir auch mal testen, weil mit alles zusammengelötet wieder, dass alles funktioniert, und alles dicht ist. Da bin ich mal selber ein bisschen pingelig. Auch unten die Leitungen werden ja neu verlötet, das muss alles dicht sein. So, jetzt werden wir natürlich auf Herz und Nieren alles testen, dass alles funktioniert. Wir werden gleich viele Bilder machen. Die kommen, wie gesagt, auch bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. Wirklich ein schönes Modell. Habt da keinen Spiritus oder keine Espit hier. Habt da keinen Gestinke in der Wohnung. Nur einfach Stecker rein, Steckdose und fertig. Ja, jetzt ein kleiner Tipp von mir, weil leider sind viele Betrüger im Netz momentan unterwegs. Ich bin leider selber darauf reingefallen. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr sowas kaufen wollt, schreibt denjenigen mal an, können wir denn mal telefonieren. Und wenn die dann schon 1000 Ausreden haben, also ich habe letzte Zeit so viele Ausreden gehört, ja, das Baby schläft oder ach, ich habe kein Telefon oder irgendwas. Jeder hat mittlerweile ein Telefon. Es gibt keiner, der kein Telefon hat, immer nur ein Handy hat. Lasst euch da nicht verarschen. Versucht immer ein Gespräch irgendwie, versucht ihr mit denen zu telefonieren. Ja, also das sind alles, und dann wollen sie immer, wie gesagt, nur Banküberweisung machen, dann kriegt ihr die Bankdaten nur über E-Mail. Also passt auf, mit wem ihr euch da einlasst, ne? Ich bin selber wieder reingefallen, also man muss echt aufpassen. Na gut, wie gesagt, nur ein kleiner Tipp von mir. Versucht immer da irgendwie Kontakt aufzunehmen und dann sollte das alles klappen. Aber gut, ich bin da ziemlich bekannt in der Szene. Bei mir braucht ihr keine Angst haben, auch wenn mal es ist, ihr könnt euch immer melden. Ich habe jetzt auch so einen kleinen Fall gehabt, da ist wohl nachhinein wohl der Kessel noch ein bisschen undicht gewesen. Sag, schickt mir das hinzu, ich gucke mir das an. Das ist kein Problem. Na, da gucken wir nach. Weil es könnte mal nachhinein irgendwas sein, dass der super in Schuss ist und irgendwann nach ein paar Wochen, was ich auch nicht selber gemerkt habe, gut, dann wird's halt, muss er zurückschicken, gucke ich nach, das ist kein Thema, ne? Das habe ich schon immer so gemacht. Gott sei Dank ist bis jetzt erst ein, zwei Mal vorgekommen, dass mal irgendwas war, weil manchmal merkt man es nicht gleich sofort und dann kommt der Fehler erst nach ein paar Wochen, aber das ist ja kein Problem, ne? Dann nehmen wir sie zurück, gucken alles durch, reparieren den Schaden und dann wunderbar. So, jetzt wollen wir sie mal ein bisschen laufen lassen. Läuft wirklich traumhaft, schön ruhig, wie es sein muss, hat auch eine gute Leistung. Aggregat ist Top-Zustand, nicht viel gelaufen wahrscheinlich. Das merkt man durch die Fahrleistung dann und wie viel Wasser hier rauskommt. Ist auch immer, müsst ihr ein bisschen drauf achten bei sowas. Wenn hier wenig Wasser rauskommt und nur Dampf, dann ist es ein gutes Zeichen. Da sind die Kolben nicht so verschlissen, da hat die volle Pulle Leistung noch. Ich weiß, kriege ich wieder Mecker. Dampfmaschinen soll man langsam laufen lassen. Deswegen machen wir das jetzt auch mal, weil die laufen wirklich schön, auch schön ruhig. Ja, wie gesagt, wir machen gleich viele Bilder. So, läuft wirklich prima. Ja, und wir haben auch diesmal für uns ein Schwarzkabel entschieden. Original sind weiße Kabel. Aber mir hat mal jemand gesagt, schwarze Kabel sieht einfach schöner aus. Ne? Wir wollen ja mit der Zeit gehen. Wir haben noch, wie gesagt, neues Stromkabel verlegt. Das muss alles hundertprozentig sein. Das muss sicher sein. Das muss, wir haben es auch zweimal geerdet. Einmal vom Kessel her selber, einmal nochmal ins Gehäuse. Das ist schon wichtig, das muss schon alles sicher sein. Deswegen sage ich mal, wenn ihr sowas kauft, lasst euch das vorführen. Telefoniert mit dem guten Mann oder mit der Frau, die es verkauft, wenn es möglich ist irgendwie. Fragt da ruhig ein paar Fragen. Und wenn die aber schon abwimmeln, ne, dann lasst die Finger weg, auch wenn es noch so billig ist. Ist leider so mittlerweile. Ihr müsst da echt aufpassen. Ne? Na gut, ja, so soll reichen. Wie gesagt, wir haben sie nur mal kurz vorgeführt, dass alles funktioniert. Ich werde es noch eine Weile laufen lassen. Wie gesagt, hier haben wir immer 1,6, 1,7, das ist ganz gut, also Heizung funktioniert. Ja, ein bisschen Öl tut, wir haben sie gerade frisch eingehüllt, das bleibt nicht aus. Also ein Tröpfchen reicht normal immer, ne? Ein kleines Tröpfchen auf die ganzen Lager, 3, 4 oder 5 Tröpfchen, dass der Kolben alles immer ein bisschen geschmiert ist. Und das sollte reichen, da könnt ihr mal eine Viertelstunde, 20 Minuten spielen damit. Dann halt sie an, ein bisschen nachölen.
werden wir gleich wieder schön polieren, weil ich sehe gerade ein paar Ölspritzer. Ne, das ist kein Problem. Und tut mir einen Gefallen, nehmt vom Papa Autopolitur. Autopolitur, weichen Lappen und da könnt ihr schön die Aggregatplatte mit polieren. Dann wieder schön nachreiben, dann sieht die aus wie neu. Ne? Nicht mit scharfem Reiniger dran, kommt da nicht so gut. Und, na gut, die ist jetzt elektrisch, aber ich sage immer, wenn ihr Split oder sowas habt, nicht den Brenner hier oben drauflegen. Aber das habt ihr hier nicht. Wie gesagt, die ist ja elektrisch. Einfach Stecker, Steckdose, abwarten. Irgendwann ist der Druck da, wie gesagt, nur nicht zu voll machen. Drei Viertel voll reicht, dass ihr noch ein Schauglas gerade so seht hier oben. Aber wenn ihr zu viel reinmacht, dann kommt zu viel Wasser oben mit raus und dann läuft sie auch nicht richtig. Einmal so drei Viertel voll machen, das reicht. Ich kann auch noch eine Bedienungsanleitung beilegen. Ich habe da noch welche ausgedruckt, die lege ich gerne dabei. Wie gesagt, ich werde auch immer gut verpacken, das kennt ihr ja auch von mir. Und auch nur mit DHL, das sage ich auch mal gern dabei. Und wenn ihr sowas verkaufen wollt, tut mir einen Gefallen, schraubt immer alles ab. Ich kriege leider öfters Modelle, die lassen einfach alles dran und dann ist der Karton zu klein, dann wird der Kessel eingedrückt, weil, ne, immer alles abschrauben. Das ist schon wichtig, ne, dass der Kessel kaputt geht, weil so ein Kessel ist richtig teuer mittlerweile. Und der Kessel ist fast neuwertig, der ist top, der Kessel. Und wie gesagt, die Heizung ist neu isoliert, die Heizung, die Drähte sind top, also hier braucht ihr keine Angst haben, die Heizung funktioniert. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen bei so alten Heizungen, da muss man Isolierung mal neu machen. Alles klar, so läuft wirklich traumhaft, bin sehr zufrieden. Auch immer in beide Richtungen, sage ich auch immer, ne, dass ihr hier alles schön zusammenbaut, wieder ein bisschen Spiel achtet, nicht dass es zu stramm läuft, dann funktioniert das auch nicht richtig. So, dann sage ich nochmal einen schönen Weihnachtstag oder einen Weihnachtsabend, das ist schon fest so rum. Der erste Weihnachtstag, morgen haben wir nochmal Feiertag und dann geht es wieder los. So, sollte reichen, wie gesagt, das Video ist wirklich ein schönes Maschinchen diesmal. Wir machen jetzt erstmal ordentlich Bilder und dann, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, ich kann auch eure Telefonnummer geben. Dann können wir auch gerne telefonieren, das ist kein Problem. Alles klar. So, bis zum nächsten schönen Modell. Euer Tüftler. Ja, ein bisschen Ölflecke. Bleibt halt nicht aus. Ist halt so.